habe ja letztens auf eBay was entdeckt, was sich digitale Sonnenuhr nennt. Sonnenuhr kennt ja jeder, ist klar. Das ist schon an sich voll geil. Aber die digitale Sonnenuhr zeigt einfach sogar Zahlen an, basierend darauf, wie die Sonne steht. Und ja, wie das funktioniert, sieht man ja so ein bisschen einfach durch diese komplett wilde Anordnung. Weil je nachdem, wie die Sonne gerade so gedreht ist, werden da ein paar Pixel ausgeblendet. Die Wissenschaftlerin ist bestimmt übel heftig. Ich hätte aber jetzt Bock auf so ein Ding und so nicht aus Plastik, sondern aus Holz und vielleicht auch Metall oder so. Und ich will es auch in viel, viel größer. Let's go! Dieses Video wird unterstützt von Holzkern. Mehr dazu später. Wie eine normale Sonnenuhr funktioniert, weiß wohl jeder. Die Sonne bewegt sich mit der Zeit, also bewegt sich auch der Zeiger. Trotzdem eine geile Idee, die ohne moderne Technik funktioniert und bereits vor 4.500 Jahren in China verwendet wurde. Die digitale Sonnenuhr ist da schon ein bisschen komplexer und geht, soweit wir das beurteilen können, in der Form, in der man sie heute im Internet findet, auf einen kleinen YouTuber namens Mojoptics zurück, der ein Genie sein muss und nur mit Code dieses 3D-Modell programmiert hat. Dabei werden je nach Tageszeit und Einstrahlungswinkel der Sonne verschiedene Pixel blockiert, sodass hinten raus wirklich eine digitale Anzeige der Uhrzeit kommt, ganz ohne Strom. Ja, und da ist auch schon das Problem, weil ich bin kein Genie. Wir müssen das Ding jetzt aber trotzdem selbst modellieren. Man kann das Ding zwar einfach im Internet runterladen, aber in einem Dateiformat, mit dem unsere CNC überhaupt nichts anfangen kann. Und wenn wir das Ganze aus Holz machen wollen, dann werden wir die brauchen, weil Handarbeit sehe ich bei den filigranen Dingern überhaupt nicht. Aber zum Glück hat der Dude seinen Code veröffentlicht, in dem wir jetzt zum Test ein bisschen was umändern können. Zum Beispiel, dass nur die volle Stunde angezeigt wird und dann das 3D-Modell selbst in einem Dateiformat abspeichern können, das später auch unsere CNC verstehen wird. Zuerst drucken wir es aber trotzdem mal schnell mit dem 3D-Drucker, einfach um zu schauen, ob es funktioniert. Also, die Katze kommt gerade ins Bild und ich werde jetzt dieses 3D-Druckteil mal austesten. Moin! Solange die Sonne gerade noch da ist. Also ich muss hier gerade ein bisschen was verdecken, aber hier ist es glaube ich 9, hier 10, hier schaltet er jetzt um auf 11, hier auf 12, jetzt 13. Ein bisschen Unordnung gibt es da drin, aber das wird schon richtig angezeigt. Nur so ein paar Sachen daneben, die beim Druck nicht richtig gegangen sind. Das war jetzt erstmal ein Proof of Concept, dass unsere Software auch wirklich funktioniert und ein brauchbares Ding ausspuckt. Und jetzt machen wir es in groß. Das Modell haben wir dafür nochmal so geändert, dass es jede halbe Stunde anzeigt und nicht nur jede Stunde. Und dann auf fast einen ganzen Meter hochskaliert und anschließend in einzelne Scheiben geschnitten, damit man die leichter herstellen kann. Zu diesem Zeitpunkt im Video wollte ich diese Schichten unbedingt aus Massivholz haben, damit die Uhr hinterher so ein bisschen aussieht wie ein durchlöcherter Baumstamm. Und auf den ersten Blick sieht das Ganze auch extrem geil aus in der CNC. Jede der 17 Schichten dauert so zwar 3 Stunden, was insgesamt eine ganze Woche gedauert hätte, aber das war nicht das Problem. Das Problem ist, dass egal wie fein wir die CNC eingestellt haben, diese Mini-Stege sind jedes Mal abgebrochen. Wir haben uns also erstmal dafür entschieden, doch 3D-Druck auszuprobieren und das Problem, wie wir das später noch in Holz verwandeln, erstmal der Zukunft überlassen. So sieht eins der Teile jetzt aus, wenn man es in der Sonne dreht. Das Teil sieht so geil aus. Und so sehen alle 17 Teile jetzt aus, aneinandergereiht, für die jetzt unsere 4 3D-Drucker 3 Tage lang fast durchgelaufen sind. Wir haben dafür einfach immer diese fast leeren Resterollen verwertet. Deswegen sind die Farben hier so wild, finde ich aber ultra hübsch. Ein paar offensichtliche Nachteile gibt es aber bei der Sonnenuhr, weil wenn keine Sonne da ist, gibt es auch keine Uhrzeit. Und mobil ist man damit auch nicht. Genau deswegen gibt es Armbanduhren, wie die hier von Holzkern, dem Sponsor des heutigen Videos. Mit den verarbeiteten Materialien wie Holz, Metall, Stein und Perlmutt wird einem bei Holzkernuhren nicht bloß die Zeit angezeigt, sondern man bekommt auch ein Stück Natur. Wie ich in einem meiner letzten Videos gemerkt habe, ist es echt nicht leicht, eine gut aussehende und edle Uhr zu bauen. Darum beeindruckt es mich umso mehr, wie hochwertig Holzkernuhren aussehen. Mittlerweile bietet Holzkern aber auch Armbänder, Ringe und Ketten aus natürlichen Rohstoffen und sogar Solaruhren, die mit ein bisschen Sonne praktisch ewig laufen. Über 1000 Designs bei Top-Preis-Leistungsverhältnis haben bis jetzt schon 1 Million Kunden überzeugt. Und mit dem Code TOMERY15 erhaltet ihr über den Link in der Videobeschreibung ganze 15% Rabatt auf eure Bestellung. Und wir sorgen jetzt dafür, dass auch unsere Sonnenuhr edel ausschaut. Soll ja auch Holz sein, das ganze Bunte wird man gar nicht mehr sehen. Denn wir machen da so ein Furnier drüber. Das macht man eigentlich auf Möbel. Das ist einfach dünnes Echtholz, das man auf günstiges Holz drauf macht, um das super edel aussehen zu lassen für wenig Geld. Das kommt eben genau hier so drüber. Was ich leider nicht machen kann, ist hier im Innenraum diese ganzen einzelnen Stege einzeln mit Holz zu verkleiden. Deswegen werden die einfach in der Metalloptik gleich lackiert. Und nicht nur gleich, sondern eigentlich auch jetzt sofort. Es sollen aber wirklich nur diese dünnen Dinger hier hinterher nach Metall aussehen. Drum habe ich den Rest gar nicht erst richtig lackiert, denn darüber kommt ja noch Holz und das schneidet Manu jetzt zu.
Also bei der Front von der Uhr hat das mit der CNC leider irgendwie nicht so ganz hingehauen. Deswegen habe ich mir jetzt hier den Laser geholt und werde das Ganze versuchen, mit dem Laser auszuschneiden. Also, ich muss kurz eine Warnung aussprechen, das könnte mir jetzt extrem satisfying werden. Da unten soll eigentlich Holz sein, darum kommt da jetzt ein Furnier drüber. Und das passt perfekt hier drauf und sieht extrem geil aus. Aber davor soll ich natürlich noch Kleber drauf machen vielleicht. Ja, das wäre schlau. Das ist ja so ein Bastelkleber. Dann kommen hier schön Klebeschichten drauf. Gut, und jetzt kommt das hier drauf. Nochmal genauso satisfying wie vorher. Da sind jetzt alle Furniere verklebt, es wird gleich noch mehr verklebt. Allerdings scheint gerade draußen die Sonne. Darum würde ich die Dinger alle mal kurz zusammenschrauben, damit wir das Ding mal testen können. So, wir gehen jetzt damit mal in die Sonne. Oh, oha, Alter, ist das geil. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also der Scheiß funktioniert und wir machen es jetzt hübsch. Manu hat jetzt hier noch mehr Furnier draufgeklebt auf die Rückseiten und das Ganze danach einmal lackiert, weil man im zusammengebauten Zustand dann nicht mehr richtig hinsprühen kann. Und jetzt ist es wieder zusammengebaut und jetzt machen wir es auch von den anderen Seiten noch schön. Von denen, die man halt hauptsächlich sieht. Erstmal die Seite hier, da kommt das hier drauf, das alles abdeckt, außer eben die Löcher. Das schwierigste Teil wird jetzt definitiv das Runde hier. Und weil Thomas das Ding natürlich nicht den ganzen Tag in der Hand halten will, baue ich ein Gestell aus Eichenholzresten, die wir noch in der Werkstatt rumliegen hatten. Also das Hauptteil hier ist schon mal fertig. Und wenn ich jetzt hier hinhalte, dann wird da auch eine richtig nice Uhrzeit angezeigt. Manu hat sich hier irgendeine wilde Konstruktion ausgedacht. Wie soll das jetzt funktionieren? Also wir kriegen unten erstmal so das Teil hier drauf. Perfekt. Dann kommt noch eine Schraube zum Einsatz. Okay. Warte, ich helfe dir beim Reinstecken. Danke. Hätte das jetzt eine richtig geile Timelapse sein sollen, wenn man hier sieht, wie die Zeit so durchschaltet, genau wie in den anderen coolen Videos. Die Sonne spielt den ganzen Tag schon nicht so richtig mit und ist immer nur kurze 5 Minuten da. Bin froh, dass wir es vorhin mal so richtig geil gesehen haben, aber das ist eine Timelapse, wohl nichts. Ihr habt eine Timelapse gesehen vom bewölkten Himmel. Design 10 von 10, Umsetzung 7 von 10, Praktikabilität 2 von 10. Also es ist mega geil, dass es überhaupt funktioniert, aber wenn die Sonne bei einer Sonnenuhr fehlt, dann hast du halt auch keine Uhr, sondern nur ein schönes Kunstwerk, immerhin. Wenn ihr jetzt auch was Schönes wollt, das aber garantiert immer die Uhrzeit anzeigt, schaut bei Holzkern über den Link in der Beschreibung vorbei. Das war's von diesem Video. Macht's gut. Ciao.